wird sich sehr stark auf Technik müssen fokussieren müssen. Also dort müssen wir schauen, wie sind die Entwicklungen. Das müssen wir auch noch. Also das ist heute noch das Thema. Technik, Digitalisierung, wo man muss sehr gut im Auge behalten muss. Robotik jetzt in unserem Bereich ist ein Thema. Aber viel mehr Fokus lege ich jetzt zum Beispiel auf das ganze Personalmanagement, also Leadership, halt die ganzen Arbeitszeitmodelle, Flexibilisierung, Benefits, die Sachen sind meiner Meinung nach heute viel wichtiger. Die Daten sind viel wichtiger geworden, also vor allem in der ganzen Produktion, dass man halt einfach die Datendurchgängigkeit, dass man die Daten im Griff hat, und so halt auf individuelle Kundenwünsche eingehen kann. Und das war, also, glaube ich, der größte Unterschied zu vorher. Ich glaube, es wird aber auch allgemein anspruchsvoller, oder so nehmen Sie in jedem Fall auf, die ganze, es wird sehr viel gefordert von Mitarbeiterseite, Kundenseite, und das probieren wir auch nicht nur durch uns, auch durch Mitarbeiter mit einer guten, breit aufgestellten Geschäftsleitung breit abzustützen, damit es nicht nur immer auf die Familie tendiert, dass auch die Mitarbeiter was zu sagen haben und so gemeinsam die beste Lösung finden. Plus respektvoller Umgang, also dass man da mit diesen drei Sachen, glaube ich, kommt man sehr weit. Was ich sehr daran schaffen ist ein ganzer Auftritt, Marketing, da sind wir wirklich sehr hinter dem Mund gewesen. Und heute sieht das ganz anders aus, auch die Reputation von der Firma ist sehr gut geworden. Also ich habe viel mehr gegen aussen müssen arbeiten, wieder gegen innen. Oder auch die ganze Diversifizierung, wo wir dran sind. Aber der Vater ist wirklich Schwerlast in der Möbelindustrie tätig gewesen. Heute langen die das für uns nicht mehr. Also wir haben zwangsläufig müssen auch in andere Branchen probieren, Fuss fassen. Wir haben andere Kunden gewonnen. Grundsätzlich, Vorteil ist sicherlich, man kennt sich, man weiß, wie der andere tickt. Kann aber auch ein Nachteil sein. Also es ist halt alles relativ nahe beisammen. Aber ja. Sicherlich das Vertrauen, oder? Man schenkt sich sehr großes Vertrauen. Und das gibt auch Ruhe, weil man weiß, man kann dem anderen vertrauen. Ich hoffe, eine sehr positive Übergabe zurückblick. Also mein Vater hat mich schon sehr früh mit eingebunden, hat mir auch schon früh sehr viel Vertrauen geschenkt. Und das hat ja dazu geführt, dass ich mich auch wohl gefühlt habe, oder? Und dass es eben wenig Probleme oder Konflikte gegeben hat. Wir haben sicher einen starken Familienzusammenhalt. Das ist schon über Generationen eigentlich. Und von daher, das Miteinander, also wir haben schon sehr ähnliche Werte. Also von daher passt das recht gut. Und ja, wir machen sicherlich anders wie unsere Eltern, das sicher. Aber sie geben uns da auch das Vertrauen und die Freiheit, dass wir das auch machen können. Und was aber in einem Familienunternehmen viel eben nicht so einfach ist, ist eben die Familie. Oder das Vermischen von, sagen, Eigentum, das ganze Management. Also ich denke am ehesten, also wenn ich jetzt ein bisschen zurückblicke, am ehesten Thema Investitionen. Das ist noch so ein Punkt, wenn es um größere Beträge geht. Wann machen wir es? Können wir es? Funktioniert es? Ja. Das sind sicherlich eher, ja, wenn es halt um größere Entscheidungen geht, dann gibt es sicherlich eher mal ein bisschen Reibereien. Aber das braucht es auch. Also das ist, wenn man nur alles immer durchwinkt und sagt, jawohl, 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 geht es auch nicht. Das passt gut. Marco bremst dann mal wieder und sagt, jetzt müssen wir mal auf unser Konto schauen. Es ist immer mal wieder, dass es aufreibend ist, dass es schwierig ist. Aber schlussendlich haben wir immer noch einen Weg gemeinsam gefunden. Richtig, das sind Herausforderungen. Konflikt haben wir zum Glück nicht viel gehabt. Weder der Vater und ich untereinander in der Übergabezeit, noch mit irgendwelchen Mitarbeitenden oder sehr selten. Mir ist halt wie auch die Familie immer wichtiger gewesen. Also ich habe nie die Familie geopfert für
für das ich mich hätte durchsetzen können. Also unsere Mutter kocht sehr gut und dann kommen wir immer wieder zusammen und da geht es auch nicht nur immer ums Geschäft, aber ich glaube, bei uns ist der Fixpunkt wirklich so der Familientisch, wo über alles gesprochen wird und man sich austauscht.